zum nächsten Vortrag. Und zwar darf ich bei mir auf der Bühne begrüßen meinen Kollegen Dr. Matthias Keller. Herzlich willkommen. Hallo Matthias. Hallo. Matthias spricht über die KI für Sales und Marketing, wie Maschinen lernen, mit Firmen zu rechnen. Der Titel mag durchaus ein bisschen abstrakt sein. Wie kann man denn mit Firmen rechnen? Aber du wirst uns da sicherlich aufklären. Ein, zwei Worte zu dir, bevor du dich vielleicht auch gleich selbst noch vorstellst. Aber Matthias ist bei uns in der Firma Head of Data Science. Er verantwortet seit 2015 die Entwicklung von Machine Learning Methoden zur Verbesserung unserer Produkte. Wenn Sie bereits EchoBot-Anwender sind, dann haben Sie sicherlich schon die Vermutung, dass wir unheimlich viele künstliche Intelligenzen in unsere Systeme stecken. Ich habe immer aufgeschrieben, dein tägliches Brot ist die Extraktion von Informationen aus Texten, neuronale Netze, maschinelles Lernen, Klassifikation von Firmen. Es klingt für mich nach einem Traumjob. Was es damit genau auf sich hat, wirst du sicherlich in den nächsten gut 20 Minuten unseren Teilnehmern erzählen. Matthias, ich freue mich drauf. Hier ist dein Presenter. Alles klar. Und viel Spaß. Ja, danke, Timo. Also es ist definitiv, danke. Ein Traumjob ist es definitiv und die Vorstellung war ja auch schon ganz gut, also würde ich auch gleich den Teil überspringen. Ja. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Ich finde es toll, dass hier ein bisschen Publikum im Raum ist. Das macht es für mich einfacher. Aber ich begrüße natürlich auch ganz, ganz herzlich alle, die sich per Video zugeschaltet haben und ich freue mich über jeden, der dabei ist. Ich habe Ihnen heute ein sehr spannendes Thema mitgebracht. Bei EchoBot, der Timo hat es ja schon gesagt, wir haben sehr, sehr viel Erfahrung mit KI-Technologien und ich möchte Ihnen heute eine Technologie vorstellen, die wir, ich sag mal so, in den letzten anderthalb Jahren entwickelt haben, die auch schon Eingang in unsere Produkte gefunden hat, aber auch in Zukunft die Produkte weiter prägen wird. Und KI ist ja ein großes Thema, wir haben es ja schon gehört, bei Wunderpen kommt es auch zum Einsatz. Ja. Ich werde auch ganz allgemein dieses Thema noch anschneiden und Ihnen ein paar Hintergrundinformationen geben zum Thema KI, die Ihnen so vielleicht nicht bekannt sind. Also, um welches Thema geht es ganz konkret? Es geht um das Thema ähnliche Firmen, die Berechnung von B2B-Lookalikes. Ja? Das ist ein interessantes Thema, ein spannendes Thema, wenn Sie beispielsweise zu Kunden, die Sie schon haben, weitere geeignete Potenzialkunden finden wollen oder zu Leads weitere interessante Leads entdecken möchten. Ja? Und bei EchoBot ist es so, in unserer DNA läuft einfach die Verarbeitung von Texten. Wir kommen ja aus der Medienbeobachtung, Crawlen von Texten, Erfassen von Texten, das machen wir seit vielen, vielen Jahren. Und diese Texte, die ordnen wir, können wir Firmen zuordnen. Na, das sind zum Beispiel gecrawlte Webinhalte, sind aber auch Informationen aus dem Handelsregister. Und jetzt ist es klar, diese Ähnlichkeitsberechnung bei uns, diese Informationen, die stehen in Texten. Ja, also die KI soll Texte nehmen, ja, und auf Basis von diesen Texten, die Firmen zugeordnet sind, Ähnlichkeiten berechnen. In dem Beispiel hier hätten wir zwei Firmen aus dem Automobil, beides Automobilhersteller, würde man sagen, große Ähnlichkeit. Ja. Ein weiteres Beispiel, wir haben einen Automobilzulieferer, Ziel ist, oder die KI würde dann sagen, ja, die Ähnlichkeit ist immer noch, ist beides Automobilbranche, ist immer noch recht hoch, aber vielleicht nicht mehr ein ganz so optimaler Fit. Ja. Und dazwischen steht jetzt eben dieses System, ja, diese KI, und die muss in irgendeiner Form zum einen die Texte verstehen, erfassen, Informationen über diese Firmen rausziehen und die dann in irgendeiner Form verrechnen und auf einen Ähnlichkeitswert kommen. Das ist eben dieses, ja, die KI, die mit Firmen rechnet. Ja, jetzt habe ich immer dieses Wort die KI genannt. Die KI, was ist die KI? Ja, also eine Sache, die man sagen kann, ist, dass die KI durch die Medien spukt, auch im Zusammenhang mit dem Vertrieb. Ja, die KI birgt gewaltiges Potenzial, die eine und andere Firma setzt auf KI, das ist die Zukunftstechnologie. Ja? Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz heißes Ding. Und dann auf einmal sowas hier. Ja? Das ging durch die Medien vor ein paar Wochen. Microsoft-Forscher sagt, die KI ist weder künstlich noch intelligent. Wow, da tut sich ja ein Widerspruch auf. Ja? Das ist ja eine spannende Frage. Und auch auf diese Frage will ich so im Rahmen des Vortrags ein bisschen eingehen, weil ich denke, das bin ich Ihnen auch schuldig, wenn ich ständig von KI spreche, dann auch da ein bisschen Hintergrundinformationen zu geben. Was ist die KI eigentlich? Was muss man sich darunter vorstellen? Ja? Also das heißt, weiterer Inhalt von meinem Vortrag wird jetzt erstmal sein, ich werde versuchen, ein paar typische KI-Missverständnisse aufzuklären, und zwar die Top 3, also solche Top-Listen sind ja immer gut, die Top 3 KI-Missverständnisse werden Sie von mir hören im ersten Teil. Ja? Das ist so ein bisschen der allgemeine Teil. Und dann gehe ich ganz konkret auf dieses Thema ein, ja, dieses System, das wir entwickelt haben, das mit Firmen rechnet, wie funktioniert das, wie muss man sich das vorstellen. Und am Ende dann nochmal zusammenzufassend im Prinzip die Antwort auf die Frage, was ist eine KI,
gibt es eine KI überhaupt? Ja, also diese Frage, die aufgeworfen wurde. Ja. Okay, also dann kommen wir zu den KI-Missverständnissen. Sie haben sicher schon mal irgendwelche Artikel gelesen, die Google-KI macht dies, die Microsoft-KI macht irgendwas, die Facebook-KI macht irgendwas. Ich glaube, wir schreiben auch irgendwo die Echobot-KI. Ja? Es muss ja der Eindruck entstehen, es gibt da irgendwo, die Firmen haben eine KI, ein System, das alles möglich macht, alle Probleme löst, die super intelligent ist, ja? dass es ein einziges System ist. Bei uns dann zum Beispiel ja, ein System, das die Branchenklassifikation vornimmt, ähnliche Firmen berechnet, die Firmendaten konsolidiert. Aber diese Auffassung ist einfach nicht richtig. Die Wahrheit ist, es gibt diese KI nicht. Es gibt viele, 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 viele Einzelsysteme, hochspezialisierte Einzelsysteme, die genau für eine spezielle Lösung gut sind. Das ist die Realität, ja? Die dann beispielsweise die Handschrift realistischer machen oder bei uns dann bestimmte Teilaufgaben lösen. Oder nur Französisch sprechen. Oder nur Französisch sprechen, ja. Also das ist, da hat man oft ein falsches Bild, das man vermittelt bekommt, ja. Genau. Dann KI-Missverständnis 2. Hört man oft, ja, die KI, die lernt selbst, die entwickelt sich weiter. Ja, das wäre schön, ja, wenn es so ist. Aber ich habe jetzt hier mal ein Beispiel mitgebracht. Von der KI, Bilderkennung ist eine ganz typische Anwendung. Ich habe jetzt hier mal eine KI mitgebracht und die KI soll erkennen, ob auf dem Bild eine Kuh zu sehen ist. Eine Kuh, warum? Ich habe sonst immer Katzen genommen. Der Herr Bühler hat gemeint, ich soll nicht schon wieder Katzen bringen. Ja, ich hoffe, eine Kuh ist in Ordnung. Er lächelt milde. Also ich glaube, das führt auch so ein bisschen auf das Käsethema heute Abend. Ja, genau. Das genau, stimmt. Das passt also passt sehr gut. Ne? Also wir haben eine KI, die soll eine Kuh erkennen. Ja? Und auf Basis von einem Bild. Also ich nenne es mal die Kuh-Wahrscheinlichkeit. Weil wir müssen wissen, im Prinzip, eine KI gibt immer Wahrscheinlichkeiten aus. Die gibt es ja selten, sagt die ja oder nein. Sondern es ist eigentlich immer ein Spektrum. Es ist sich jetzt in diesem Fall zu 30% sicher, dass es sich auf dem Bild um eine Kuh handelt. Und das ist natürlich nicht richtig. Das heißt, was müssen wir machen? Wir müssen jetzt sagen, die richtige Antwort vorgeben. Ja, und jetzt aber nicht in Form von Wahrscheinlichkeiten, sondern man sagt, ja, das ist eigentlich zu 100% eine Kuh, da sind wir uns sehr sicher. Und jetzt gibt es spezielle Algorithmen, ja, die dann hier einen Fehler berechnen, die Abweichung berechnen und daraufhin den Fehler zurückführen und bestimmte Korrekturen vornehmen. Ich habe es jetzt hier, steht jetzt mal, Gewichte korrigieren. Und jetzt muss ich kurz erklären, was Gewichte sind. Ja, jetzt muss ich Ihnen vielleicht auch noch eine Illusion nehmen. Ich habe immer diese niedlichen kleinen Roboter, aber natürlich ist eine KI, wir arbeiten nicht mit niedlichen kleinen Robotern, sondern das sind neuronale Netze. Ja, und hier ist also ein neuronales Netz skizziert. Das ist einfach nur, jetzt, dass Sie eine Vorstellung davon bekommen, wie das funktioniert. Sie sehen links 5 Knoten auf der ganz linken Seite. Das ist im Prinzip der Eingang. Wenn Sie sich vorstellen, da werden Zahlen reingegeben. Und diese Zahlen werden dann einfach durchs Netz durchgereicht. Die werden durchgeschoben. Wenn da dicke Pfeile sind, dann werden sie verstärkt, bei dünneren Pfeilen abgeschwächt. Die werden an den Knoten aufaddiert und am Ende kommt eine Zahl raus und das ist die Q-Wahrscheinlichkeit. Das ist das Grundprinzip. Da werden einfach die Zahlen durchgereicht. Und diese Pfeile, das sind im Prinzip die Gewichte, diese Pfeile. So, jetzt gibt es noch 2 Dinge, die man dann vielleicht erklären muss. Zum einen, es ist natürlich stark, stark vereinfacht. Ja? In der Realität haben wir es hier mit Hunderttausenden oder mit Millionen von Gewichten und solchen Verbindungen im Prinzip zu tun. Deshalb können da sehr komplexe Transformationen stattfinden. Und zum anderen sind es natürlich dann nicht 5 Eingangsknoten, sondern sehr viele. Und je nach Anwendung, zum Beispiel bei Bildern, würde man für jedes Pixel, für jeden Bildpunkt, hat man einen Eingangsknoten. Also muss die Eingabe immer in Zahlen konvertieren. Geht bei Bildern und geht bei Texten auch, das können Sie sich vorstellen. Ja? Also das war jetzt nochmal ein bisschen der Hintergrund. Und dann muss man natürlich Positivbeispiele reingeben und Negativbeispiele. So, und das heißt, nennt man ein Trainingsbeispiel. Man trainiert diese Netze. Es wird so genannt, in diesem Prozess des Updatens nennt man Training. Ja? Und jetzt muss ich auch einmal noch ein bisschen ausholen. Ja, jetzt kommen wir auch wieder zu Q zurück. Ich war nämlich letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr genau, mit meinen Stadtkindern im Urlaub. Ja, und da haben wir festgestellt, dass unser jüngster Sohn den Unterschied zwischen einer Kuh und einem Pferd nicht kannte. Ja, und was habe ich gemacht? Dann bin ich abends hingegangen, habe ihm ein Bild gezeigt, das ist eine Kuh, das ist ein Pferd. Er hat sich das angeguckt und dann hat er das verstanden. Ja, aber bei so einem neuronalen Netz ist das überhaupt nicht so. Da reicht nicht ein Bild, sondern wir brauchen Hunderte, Tausende, Zehntausende Bilder, bis so eine Unterscheidung von so einem Netz gelernt wird. Warum? Weil so ein Netz überhaupt kein Hintergrundwissen hat. Das sieht erstmal nur Farben, Formen und muss über die relevanten Informationen erstmal extrahieren.
Also das ist einfach dieses, da sind diese Trainingsdaten, die sind unheimlich wichtig. Und jetzt kommt halt die spannende Frage auch, ja, wo kommen diese Trainingsdaten her? Wenn man keine Trainingsdaten hat, was macht man dann? Es gibt tatsächlich, und das wissen die wenigsten, eine ganze Industrie dahinter, die von Menschen meistens in Niedriglohnländern, also das sind Zehntausende, das sind Hunderttausende, die nichts anderes machen, als diese Daten vorbereiten, die diese manuell aufbereiten. Und das war eben genau dieser Punkt, wo auch diese Microsoft-Vorstellung gesagt hat, ja, wie kann man was, wie sollen wir es künstlich nennen, wenn dahinter ein unheimlicher manueller Aufwand steht. Oder ja, nichts vorwegnehmen, bitte. Ja. Genau. Und also die Wahrheit ist, eine KI braucht sehr, sehr viele Trainingsbeispiele. Und für exakt diese eine Aufgabe, die eben gelöst werden soll. Ja? Das war das zweite Missverständnis. Das dritte Missverständnis ist, was wir auch oft hören, ja, die KI, die wird ja immer besser, die lernt ja immer weiter. Ja? Aber das ist leider auch nicht ganz richtig. Ja? Die Wahrheit ist, die neuronalen Netze werden einmal von uns in einem expliziten Prozess auf Spezialhardware trainiert. Da werden diese Gewichte und Verbindungen angepasst und definiert. Dann werden sie sehr ausführlich evaluiert und dann in Betrieb genommen. Das heißt, wenn bei Ihnen als Kunde, wenn die Ergebnisse ankommen, dann ist der Lernprozess schon abgeschlossen in der Regel. Ja? Und warum ist das so? Das eine ist natürlich die Erklärung von dem Beispiel davor. Ja? Wir brauchen Trainingsdaten. Wenn wir kein Feedback haben, keine Rückmeldung, kann sich das System auch nicht verbessern. Und das andere ist, wir wollen es unter Umständen auch nicht, weil so ein System ist erstmal eine Blackbox. Wir wissen erstmal gar nicht, was das System überhaupt gelernt hat. Und wenn wir jetzt nämlich dieses Kuhbeispiel noch nehmen, ja, stellen wir vor, wir hätten dem System 100.000 Kuhbilder von Kühen auf eine Weide genommen, gegeben und dann als Negativbeispiel, um zu sagen, das ist keine Kuh, 100.000 Bilder von anderen Tieren. Ja, was hätte das System wahrscheinlich gelernt? Das hätte wahrscheinlich einfach gelernt, Weiden zu erkennen und Gras. Ja, das ist, weil in den Trainingsdaten schon so eine Verzerrung drin ist. Ja. Also sie versucht immer die einfachste Möglichkeit zu finden, um diese Beispiele zu identifizieren. Und das muss man sehr, sehr genau evaluieren und testen. Und deshalb ist es auch gar nicht gewünscht, dass es permanent sich weiterentwickelt. Ja? Also um das zusammenzufassen, heutige KI-Systeme sind einfach hochspezialisierte Einzellösungen. Und die werden mit Daten trainiert, die mit sehr, sehr viel manuellem Aufwand vorbereitet wurden. Und das Lernen erfolgt, wenn man es so nennen will, streng kontrolliert unter Laborbedingungen. Das war jetzt mal dieser allgemeine Teil, ne? Also ich Ihnen jetzt mal so erzählt habe, was die Herausforderungen sind. Und jetzt kommen wir wieder zu unserem konkreten Problem, zu unserer Problemstellung von einem KI-System, das Ähnlichkeit zwischen Firmen berechnen soll. Und ich will es jetzt hier ein bisschen vereinfachen. Ich habe ja gesagt, wir haben zu Firmen viele Texte, aber wir wollen jetzt einfach, im restlichen Vortrag gehe ich einfach davon aus, dass wir einen Text haben für eine Firma. Das macht es einfacher, das zu erklären, aber es gilt im Prinzip auch für das, alles, was jetzt kommt, für dieses Beispiel mit mehr Texten. Ne? Und ich habe Ihnen jetzt hier mal zwei Sätze aufgeschrieben. Firma A, der Automobilzulieferer A mit Sitz in Karlsruhe, ist seit vielen Jahren führend bei der Herstellung von Antriebskomponenten. Sie brauchen sich auch nicht überlegen, welche Firma das ist, weil ich habe mir den Satz komplett ausgedacht. Ja. Und jetzt das zweite Beispiel, der Chemiekonzern B mit Sitz in Würzburg ist seit vielen Jahren führend bei der Herstellung von Pharmazeutika. Und wir sehen jetzt, wir können jetzt versuchen, die Satzähnlichkeit zu berechnen. Das sind aber unheimlich ähnliche Sätze. Ja. Die Wörter, die Struktur, das meiste ist sehr, sehr ähnlich. Es sind aber ein paar Wörter, die ich ausgetauscht habe, und das sind aber komplett andere Firmen. Also wir können nicht einfach dran gehen und sagen, wir berechnen jetzt die Ähnlichkeit, sondern das System muss wirklich da lernen, was eine Firma ausmacht. Ja? Also die Satzähnlichkeit ist jetzt erstmal nicht die inhaltliche Ähnlichkeit. Das ist jetzt also die Herausforderung, vor der wir stehen. Und jetzt überhaupt, wenn wir uns jetzt mal überlegen, Firmenähnlichkeit, was ist das überhaupt? Ja? Wir haben uns auch im Vorfeld viele, viele Gedanken gemacht. Und hier ist jetzt ein Beispiel. Wir sind immer, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber wir hatten jetzt immer irgendeine Brauerei genommen und dann überlegt, was wäre denn jetzt ähnlich zu so einer großen Brauerei? Ja? Gut, die Radeberger Gruppe, Warsteine, ja, wahrscheinlich eine hohe Ähnlichkeit. Ne? Das sind beide große Brauereien. Die Badische Staatsbrauerei Rothaus ist deutlich kleiner. Ist wahrscheinlich auch noch irgendwie ähnlich in irgendeiner Form. Ne? Aber jetzt im Vergleich zum Beispiel zur Coca-Cola Erfrischungstränke AG. Die ist wahrscheinlich ähnlich groß wie die Warsteiner Brauerei. Macht auch was mit Getränken. Ja? Aber eine andere Art von Getränken. Wie verhält sich da jetzt mit der Ähnlichkeit?
im Vergleich zur badischen Staatsbrauerei. Oder ein Getränkemarkt ist auch irgendwie ähnlich, aber wie verhält sich das allen zueinander? Was ist überhaupt die Definition von so einer Ähnlichkeit? Und stehen wir vor zwei richtig großen Herausforderungen. Das eine ist die Definition von der Ähnlichkeit und das andere ist, wo bekommen wir die Trainingsdaten her? Und es hängt miteinander zusammen. Denn wenn wir nicht mal wissen, was Ähnlichkeit überhaupt ist, wie sollen wir denn Leuten sagen, wie sollen wir denn eine Menge von Leuten mit diesem Tagging beauftragen und sagen, ja, sortiert mal die Firmen nach Ähnlichkeit oder ordnet den Ähnlichkeitswert zu. Wir haben keine klare Definition. Ja? Also, das ist erstmal das Problem. Und jetzt kommt der Timo hat ja schon gesagt, das ist mein Traumjob. Ja, und jetzt kommt der Teil, wo ich sage, das macht mir eigentlich noch am meisten Spaß. Ne? Ich nenne es mal so die Trainingsdaten-Trickkiste. Ne? Weil jetzt gibt es sehr oft Möglichkeiten. Man sagt ja oft, die Algorithmen sind der Motor und die Daten sind das Öl oder das Benzin. Ja? Und jetzt gibt es aber oft Möglichkeiten, wo man sagen kann, man kann sich so eine eigene Ölquelle erschließen. Man kann sich Benzin oder Öl beliebig selbst generieren. Und wenn man sowas machen kann und sowas schafft, da hat man eigentlich gewonnen in so einem Task. Ja? Und ich habe jetzt hier ein paar Beispiele, wie das aussehen kann. Ein Beispiel ist Go. Ja? Vor viele, viele Jahre galt es als unmöglich, dass die besten Go-Spieler von Maschinen geschlagen werden. Ja? Es hat dann aber vor einigen Jahren doch eine KI geschafft. Wie hat sie das geschafft? Wo kommen die Trainingsdaten her? Man hätte sich überlegen können, ja, die KI lernt anhand von historischen Partien. Ja? Es geht aber viel eleganter. Ja? Das System, man kann so eine KI kopieren, die hat immer gegen sich selbst gespielt. Ja? Und die Instanz des Systems, die eben gewonnen hat, die hat das positive Feedback bekommen. Ja? Da wurden die Gewichte im Prinzip so angepasst, dass sich die KI dann in Zukunft mehr wie der Gewinner verhält und weniger wie der Verlierer. Und hat viele, viele Millionen Male gegeneinander gespielt. Und so konnte das System immer besser werden, im Prinzip ohne Trainingsdaten. Ja? Ein weiteres Beispiel, jetzt kommt aus dem autonomen Fahren. Er sagt, was man da braucht für die Bilderkennung, ist im Prinzip Videosequenzen, wo die Fahrzeuge oder die anderen Verkehrsteilnehmer annotiert sind. Und hier gibt es jetzt auch Ansätze zu sagen, man nimmt dann statt, dass man mit sehr, sehr viel Aufwand, was auch gemacht wird, diese Videosequenzen annotieren lässt, gibt es Forschungsprojekte, wo man sagt, okay, wir nehmen Computerspiele, und wo wir eigentlich schon kennen, und lassen die einfach mit Videos generieren, Bildsequenzen von Autos und markieren aber gleich die Autos, die wir da erzeugt haben. Also man generiert Trainingsdaten, synthetische Trainingsdaten. Dann jetzt ein anderes Beispiel. Der Herr Kavik hat es ja fast schon vorher weggenommen. Ich weiß nicht, ob Sie das hier kennen. Ja, Sie müssen es oft lösen. Vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, warum immer Ampeln? Ja? Warum immer Ampeln? Es ist zwar nicht offiziell bekannt, aber man weiß ja, dass Google auch mit einer Tochterfirma am autonomen Fahren arbeitet. Und es gilt als sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass sie damit eben Trainingsdaten generieren. Ja, dass sie die Trainingsdaten generieren, dadurch, dass sie die Ampeln anklicken, kann dann das System weiter verbessert werden. Ja, das sind jetzt so drei Beispiele für so einen Griff in die Trainingsdaten-Trickkiste. Und jetzt komme ich darauf, wie wir es jetzt gelöst haben, ja, zu unserem Beispiel. Und um das zu motivieren, kann man sich ein Spiel vorstellen. Ja? Wir haben ja wir haben zu einer Firma verschiedene Textquellen oder verschiedene Quellen von Beschreibungen. Wenn wir uns vorstellen, wir haben so eine Art Spiel draus, wir schwärzen den Firmennamen, ja, und haben jetzt zwei Texte aus zwei verschiedenen Quellen. Sehen auf der Quelle 1, die ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt und so weiter. Und Textquelle 2, das ist jetzt das Handelsregister, sagt ja, Fahrzeuge, Motoren und technische Antriebe aller Art sind so das Subject der Firma. Und jetzt könnte man den Menschen fragen, naja, wie viel würdest du darauf setzen, dass das die gleiche Firma ist? Wie sicher bist du dir? In dem Ratespiel würde ich sagen, ziemlich sicher, das passt ganz gut, ja. Hat auch recht, das ist tatsächlich beides von der Daimler AG. Zweites Beispiel. Ne? Wir haben eine andere Beschreibung, da geht es auch, also Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von technischen Produkten und Systeme für den Fahrzeug-, Maschinen- und Apparatebau. Könnte noch passen, ne? Ist vielleicht nicht ganz so. Ich würde nur sagen, naja, möglich, ne? Niedrigere Wahrscheinlichkeit. Und jetzt hier unten, das ist auch die ZF Friedrichshafen, Mobilzulieferer. Und weiteres Beispiel, die Herstellung, der Vertrieb von Backwaren jeder Art sowie aller damit verbundenen Geschäfte, ganz klar, das passt nicht. Ja? Und was haben wir denn jetzt hier gemacht? Wir haben jetzt eine Objektivierung im Prinzip von unserem Ähnlichkeitsmaß. Ja? Weil wir können jetzt sagen,
nach oben hin haben wir eine höhere Ähnlichkeit und nach unten eine niedrigere Ähnlichkeit. Ja? Und das ist ja eben im Prinzip das genau das, was jetzt unser System lernen muss. Ja, diese Zusammenhänge und zu erkennen, wir können das System darauf zu trainieren, zu erkennen, ob Texte aus zwei unterschiedlichen Quellen zur gleichen Firma gehören oder nicht. Und das ist unser Ähnlichkeitsmaß dann am Ende. Und ganz konkret sieht das dann so aus, wir haben im Prinzip das System, das zwei Texte entgegennimmt und jetzt im Prinzip eine Wahrscheinlichkeit ausgibt. Ja? Und wir trainieren das jetzt im Prinzip im ersten Schritt, ja, mit als Positivbeispiele immer mit zum einen mit Texten der gleichen Firma aus unterschiedlichen Quellen. Und das ist ähnlich. Ja? Das heißt, da werden die Gewichte nach oben hin angepasst und geben dann auch, der Fehler wird zurückgeführt, um die Gewichte zu korrigieren, und geben dann als Negativbeispiele ungefähr gleich viele rein, dann auch wieder die Texte aus zwei Quellen, aber jetzt zu unterschiedlichen Firmen. Ja? Und sagen dann, ja, die richtige Antwort wäre, es ist im Prinzip nicht die gleiche Firma. Und das System versucht jetzt im Prinzip zu lernen, möglichst gut zu erkennen, ja, ob diese Texte zur gleichen Firma gehören, ob diese im Prinzip, können wir auch sagen, ob die Beschreibungen sich zum Verwechseln ähnlich sind. Und das ist ja genau das. Ne? Wenn es sehr sicher ist, dass es so ist, dann haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit. Und so konnten wir dieses Problem sehr, sehr gut lösen. Und das System hat auch eine sehr intuitive Ähnlichkeitsbeziehung gelernt dadurch. Ja? Und jetzt vielleicht nochmal so ein Blick darauf, was wurde denn gelernt? Ja? Also was genau hat sich das System gelernt? Und wenn wir uns überlegen, wir hätten das nicht mit einer KI gebaut, sondern wir hätten sowas regelbasiert uns überlegt, was wir vielleicht hätten machen können, wäre, wir hätten die Merkmale oder die Daten, die wir zu einer Firma haben, irgendwie uns auflisten können in einer Art Tabelle und dann schauen können, wie stark ist die Ausprägung. Ja? Firmengröße, wie groß ist die Firma, wie viel Anzahl der Mitarbeiter, wie viel Umsatz, wie stark ist dieser Bereich Automobilzulieferer ausgeprägt und dann anhand von diesen Merkmalslisten einfach diese Ausprägungen vergleichen. Ja? Und das ist eigentlich so ein ganz ähnliches Prinzip, wie das, was dann jetzt auch das System gelernt hat. Ja? Nur bei dem System ist es so, es hat im Prinzip eine diese Merkmale in eine bestimmte Anzahl von vorgegebenen Dimensionen eingeordnet. Also als Output bekommt man im Prinzip auch diese Liste und Ausprägung von Merkmalen, was man einen Vektor nennt. Ja? Und es ist natürlich wahnsinnig interessant zu wissen, was bedeuten denn die einzelnen Dimensionen? Was hat denn das System jetzt erfasst und gelernt? Und das ist aber leider, was man sagen muss, das geht nicht so einfach, weil diese Dimensionen, die Merkmale, die von der Maschine gelernt wurden, die haben nicht so eine klar ausgeprägte Bedeutung. Ja, das kann sein, dass es in einem hohen Wertebereich die Dimension 1 bedeutet, dass es eine große Firma ist, im kleinen Wertebereich, vielleicht, dass es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine Gärtnerei ist. Also es ist sehr stark vermischt und geht ineinander über, sodass man das leider dann jetzt auch nicht mehr so gut analysieren kann. Aber im Prinzip, was das System lernt, ist, solche Vektoren für Firmen zu erzeugen. Und deshalb heißt das System bei uns auch Company-to-Vec, weil es eben von Firmen diese Vektoren erzeugt. Ja? Und jetzt kommt aber der eigentlich richtig coole Teil dabei. Ja? Jetzt ist es nämlich so, ich habe ja vorher auch gesagt, das ist eine Technologie, die bei uns in vielen Produkten zum Einsatz kommt. Ja? Nicht nur bei ähnlichen Firmen. Das ist nämlich eine Basistechnologie. Und warum? Weil dieses System jetzt diese Vektoren berechnet und diese Vektoren dann an weitere neuronale Netze weitergeben kann. Also alle Systeme bei uns, die in irgendeiner Form mit Firmen arbeiten, ja, auf Firmen was prädizieren, Umsatzzahlen oder irgendwas, die brauchen jetzt nicht mehr diese Informationen für sich aus den Texten zu extrahieren, sondern die bekommen von uns schon so eine Art maschinenlesbares Firmenprofil über diese Vektoren, die berechnet wurden. Ja? Und deshalb ist es ein sehr, sehr wichtiges und sehr mächtiges System bei uns. Und Sie haben es, wenn Sie unsere Produkte nutzen, sind Sie wahrscheinlich auch schon damit in Berührung gekommen. Hier ist ein Beispiel, wo es jetzt eingeflossen ist schon in unserem System. Wir haben, konnten bessere Keywords erzeugen, bessere Branchencodes, die ähnliche Firmenberechnung wurde verbessert. Wir haben es auch intern schon getestet. Wir haben Kaltakquise-Pools erzeugt auf Basis von dieser Technologie. Die waren sehr, sehr erfolgreich. Also ist tatsächlich schon im Einsatz. Wir können allerdings, muss man dazu sagen, auch aktuell noch nicht für alle Firmen die Vektoren berechnen. Aber da arbeiten wir auch dran und werden da auch noch weitere Verbesserungen nachliefern. Und dann sind noch andere wirklich spannende Sachen, die wir in der Pipeline haben, die dann kommen werden.
Nur ein kleiner Ausblick, was auch ins Herr Kavik hat das Tage 2.0 schon vorgestellt, was da gerade bei uns entwickelt wird und wo wir fleißig am Testen sind, ist, dass wir mit diesem Verfahren dann auch Listen von Firmen analysieren können und schauen, wo gibt es Häufungen, wo gibt es da gibt's irgendwelche Auffälligkeiten, funktionieren beispielsweise, gibt es irgendwelche Muster bei den Kunden, die man hat und dann auch versuchen kann, für diese Häufung weitere ähnliche Firmen zu finden. Ja? Auch länderübergreifend, wenn es um Internationalisierung geht, passiert bei uns da sehr, sehr viel. Wir können damit Branchencodes übertragen über quasi Sprachgrenzen hinweg. Da ist bei uns aktuell auch noch viel in Arbeit. Und dann werden auf jeden Fall weitere Anwendungen folgen, die auch auf diesem System dann basieren werden. Ja? Also so als Fazit aus diesem ersten Teil, ja, also wir haben gesehen, dass das bei diesen KI-Missverständnissen, dass eben sehr viel manueller Aufwand und viel Handarbeit, kann man sagen, notwendig ist, um so ein System zu erzeugen. Ja. Das lernt keineswegs automatisch. Ja. Und es sind auch immer Einzellösungen für sehr, sehr spezifische Teilprobleme. Es ist nicht die umfassende KI. Ja. Was man auf der anderen Seite sieht, ist jetzt bei diesem Company zu weg, dass uns trotzdem gelingt, ja, intelligente Lösungen zu entwickeln, ja, mit diesem Verfahren und dass die gelernte Ähnlichkeitsbeziehung auch sehr intuitiv ist, ja, und auch der menschlichen Vorstellung sehr, sehr gut entspricht. Ja. Und jetzt noch ganz zum Schluss ist noch diese Frage, wie ist es denn mit der künstlichen Intelligenz? Ja? Das ist eigentlich alles, was ich jetzt so gesagt habe, das klang ja nicht sehr, die Systeme, die klangen ja nicht nach Intelligenz und menschlicher Intelligenz. Ja? Aber eigentlich ist es, ich habe dann irgendwann festgestellt, ich war ein bisschen am Recherchieren, habe festgestellt, die Lösung ist eigentlich ganz einfach. Es kommt nur auf die Definition an. Und ich habe eine Definition von KI wiederentdeckt, die ich in meinem Studium schon kannte und die für mich wunderbar passt. Und ich glaube, die sollte man sich einprägen, weil die ganz, ganz viel einfach gut erklärt. Und das ist folgende Definition. Künstliche Intelligenz ist ein Teilgebiet der Informatik. Sie imitiert menschliche kognitive Fähigkeiten, indem sie Informationen aus Eingabedaten erkennt und sortiert. Also der Punkt hier ist doch, ja, es wird nicht behauptet, dass sie wirklich intelligent ist. Aber sie kann eben Dinge, sie kann Aufgaben lösen, menschliches Verhalten oder menschliche Intelligenz für bestimmte Teilprobleme imitieren. Sie kann Aufgaben gut lösen, die wir sonst mit unserer Intelligenz hätten lösen müssen. Und wenn man diese Vorstellung von KI im Hinterkopf hat, dann kann man den Begriff durchaus verwenden. Und dann bin ich am Ende angekommen. Ich glaube, das war eine ganz gute Punktlandung. Ne? Ja. Danke. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Matthias. Du hast mal wieder geschafft, ein sehr schwieriges Thema in einfachen Worten zu formulieren. Das Beispiel mit der Kuh hat sich mir... Das hat funktioniert, das war auch nur für dich. Hast du ein Land, mich auf jeden Fall abgeholt, vielen Dank. Ja. Wenn wir auf unseren AUX-Anschluss nochmal die Teams-Session geworfen bekommen, dann möchte ich doch jetzt den Teilnehmern der Veranstaltung nochmal die Möglichkeit bieten, Fragen zu stellen. Vielleicht hat sich die eine oder andere Frage aufgetan, vielleicht haben Sie auch persönliche Erfahrungen schon mit KI gemacht. Dann fühlen Sie sich frei, auf Unmute zu stellen. Und brüllen Sie einfach mal rein. Andernfalls würde ich noch mal so ein bisschen vorweggreifen. Matthias, du hast jetzt gesagt, künstliche Intelligenz ist in Wirklichkeit gar keine künstliche Intelligenz in dem Sinne. Deine Definition fand ich auch sehr passend und sehr hilfreich. Können wir denn erwarten, auch ich glaube in Deutschland ist jetzt auch der erste Quantencomputer ans Netz gegangen, dass die künstliche Intelligenz in Zukunft doch noch intelligent wird und den Menschen ersetzt? Oder glaubst du, dass das Prinzip, was du gerade beschrieben hast, nur in seiner Art noch optimiert wird, aber daraus nicht ausbrechen kann? Gut, das ist eine wirklich schwierige, schwierige Frage. Ne? Versuch es in einem. Okay, also persönlich glaube ich, dass es noch lange dauert und dass es eigentlich, wenn es um wirkliche künstliche Intelligenz geht, da gab es eigentlich keine richtigen Fortschritte, ganz wenig Fortschritte. Ja. Die Technologie, die heute verwendet wird, die gibt es auch schon seit vielen, vielen Jahren. Was sich eben geändert hat, ist, dass man viele Daten hat, auf denen man trainieren kann. Ja. Neuronale Netze sind ein sehr altes Konzept. Man kann sehr viel schneller neuronale Netze trainieren. Also ich persönlich glaube, dass es, wenn es jetzt um diese Vorstellung, dass es wirklich eine Art menschengleiche Intelligenz gibt, dann sind wir da noch sehr weit von entfernt. Das ist meine persönliche Einschätzung. Okay. Nichtsdestotrotz gibt es immer, es gibt immer wieder, also eine Sache muss man halt sagen, weshalb auch dieser Hype entstanden ist. Ne? Es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass man dass Maschinen Aufgaben lernen können, ja, KI-Systeme, wo man vor vielen Jahren oder vor wenigen Jahren noch geglaubt hat, diese Aufgaben sind einfach dem
den Menschen vorbehalten. Die können nur Menschen lösen. Das ist halt was, da kann durchaus sein, dass da noch Überraschungen passieren. Ja. Sehr gut. Bastian, du hattest noch eine Frage? Genau, du hast ja auch das Thema Internationalisierung angesprochen. Und wir trainieren ja, wie du sagst, aus Sätzen. Die sind ja sehr sprachspezifisch. Mhm. Vielleicht kannst du noch mal das Thema Sprache kurz ansprechen. Du hast jetzt kein Mikrofon. Ich wiederhole jetzt einfach die Frage. Bastian, in Bezug auf unser Internationalisierungsprojekt und sagt, es gibt da Unterschiede in der Sprache. Das heißt, wenn wir Texte von französischen Firmen extrahieren, dann, da kann die KI Französisch. Mhm. Erstmal nicht. Also erstmal ist im NLP-Bereich, also bei der Verarbeitung von Texten, ist alles sprachabhängig. Und wir müssen auch immer wieder lernen, dass jede Sprache irgendwie anders funktioniert. Also wir stellen immer wieder fest, wenn wir ein System auf eine andere Sprache übertragen, dass es dann doch ein bisschen schwieriger ist und dass man auf andere Sachen achten muss. Aber das Schöne an dieser Technologie ist, wir haben auch einen Weg gefunden, wie wir eben diese Vektoren sprachunabhängig erzeugen können. Das heißt, wir können das jetzt gerade schon für Englisch zu sagen, wenn, egal ob wir ob wir deutsche Texte reingeben oder englische Texte, wir bekommen im Prinzip die gleichen, ähnliche Vektoren oder bekommen die gleiche Ausprägung. Und es ermöglicht uns dann im Prinzip, dass wir eine englische Firma reingeben und deutsche ähnliche Firmen finden. Und dass wir auf die Art und Weise dann auch Informationen übertragen können. Und das macht dieses System eben auch sehr elegant, dass wir dann eine Möglichkeit gefunden haben, das in verschiedenen auf verschiedene Sprachen zu übertragen. Ja. Super, vielen Dank. Ansonsten kann ich jeden Target-Anwender schon mal motivieren, in Target 1.0, zu welcher Sie ja schon Zugang haben, mal die ähnliche Firmensuche auszuprobieren. Da bekommt man schon so einen kleinen Vorgeschmack. Man kann da nicht nur eine Firma ins Rennen geben und sich ähnliche Firmen berechnen lassen, sondern Sie können auch eine ganze Liste an Firmen ins System einspielen und mal so eine ähnliche Firmenberechnung starten. Und ansonsten wird es in Target 2.0, davon hat ja auch Bastian Karwig, unser Geschäftsführer, vorhin schon gesprochen, nochmal optimiert. Da gibt es dann sicherlich auch nochmal neue Darstellungsformen, neue Berechnungsformen für Sie als Anwender. Ansonsten, wenn keine Fragen aus dem Teilnehmerfeld kommen, dann bedanke ich mich, Matthias, ganz herzlich für deinen Vortrag. Ich hoffe.